Und nochmal willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Yes, wir sind hier wieder aus Welt 1 rausgekommen und dann kommt diese Spacey direkt hier runter. Und dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, Moment mal. Welche Wette? Ah, diese Großwälder können gefährliche Orte sein, aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie dieser hier können erweitert werden, mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gibt. Oh, klingt cool. Wie funktioniert es? Ah, wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Ivory Towers nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns reichern könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei euren Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern? Ja, das ist ganz leicht. Tretet einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drückt auf A. Ich werde euch sagen, wie viele Pages erforderlich sind, um andere Großwälzer zu finden. Achtet auf die hilfreichen Wegweise, die ihr Pages überall in den Highbury Towers verteilen. Ah, alles klar. Wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer. Und sagen dann noch, ob wir erweitern, wo er kommen soll. Ciao. Ihr braucht drei von uns. Ja, okay, das reicht vollkommen. Deswegen sind wir auch rausgegangen, um zu erweitern das Buch. Yes! Jetzt auf jeden Fall viel größer geworden. Und drei Seiten sind 100 Seiten dazugekommen. Magische Pages sind das. Dann geht's wieder zurück in Welt 1. Uns fehlen ja noch zwei Ghostwriter. Damit wir da ein Page bekommen. Ganz viele Fehler noch. Und sehr viele Pages. Und dieses komische Ding da für diese Maschine zum Verwandeln. Das wir auch noch finden. Ansonsten wäre dann soweit erstmal alles erledigt. Steinblock-Truppen erweitert. Wir haben eine Erweiterung freigeschaltet. Ah, du hast die Welt erweitert. Komm mich und meine Freunde suchen. Okay. Genau, da ging es damals nicht weiter, jetzt schon. Da können wir auch direkt hingehen. Und das hier alles, was gezeigt wird, ist auch aufgegeben. Aber einiges kann man noch nicht holen. Hat sich sehr viel erweitert. Und da auch noch. Und da ist der Boss aus Welt 1. War das sehr viel geworden. Eine Pause machen. Oh, da sieht man die. Der rote und der blaue fehlt noch. Der blaue weiß ich, wo der ist. Wir sind in einem Dschungel da. Der unsichtbar wurde. Und wir den nicht bekommen konnten. War das jetzt? Hier. Da geht's auch noch weiter. Okay. Nee, da lang. Genau hier, wo die Stücke des Pages waren. Der war doch hier da. So, damit können wir mit dieser Fähigkeit können wir ihn sichtbar machen. Sehr schön.
Oh, fragen wir mal den hier, dieses Schweinchen. Der anscheinend sehr viel Süßes mag. Guten Tag, junger Krieger. Jetzt, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Sir Kopfzahler. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Mann. Wahrhaft, mein Ritter, Kameraden und ich befinden auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf 4 verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig überlastet, um sie zu finden. Dann ess nicht so viel. Will ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja. Keine Bange, Kopfsalon. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe, um einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmi-Stadt schon nicht ertrinken. Alles klar, alles was wir vergessen sollten, kommen wir wieder. Wir fragen noch einmal. Ja, das ist kein Problem, den zu finden, der ist hier wirklich nicht weit. Feuer ist ja auch nicht da gewesen, ne? Hey, erst wenn wir mit diesem Schwein geredet haben, steht er ja auf einmal. Okay, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo, Sir Skopfhase hat uns entspannt, um dich auswendig zu machen. Es geht um eine Schatzsuche. Lutzalot, heute geht euch nichts an. Lasst die Finger davon. Ich werde euch ein paar Hinweise geben, wo mein Partner ist, aber mehr auch nicht. Keine Hinweise mehr? Kannst du uns nicht einfach zeigen, Wade? Natürlich nicht. Das wäre viel zu leicht. Hier ist der Hinweis. Im Krieg zieht er den Bogen hervor, bei der Insel mit einem Highscore. Highscore? Kann ja nur bei Rexto sein. Na, da hoch, ne? Hopp. Ich mach hier aufs Schatz zurückgehen, das ist gut. Ah, Yoka, ey. Mach ich anders, ey. Ich kuller da jetzt hoch. Laufe einfach hier die Mauer entlang. Ah, cooler. Wo ist der? Ah, da. Ein Bogenschütze, ja. Bist du einer der Ritter von Hammerlot? Oh, nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Vogelbeobachter, ein stinknormaler Vogelbeobachter. Naja, einer der Charaktere auf dieser Insel ist ein Ritter. Und der Dinosaurier ist es bestimmt nicht. Okay, ihr habt mich durchschaut. Den Sir Schutzalot, Ritter von Hammerlot. Deine Rüstung hat dich ein bisschen verraten. Gut, gib uns deinen Hinweis. Ah ja, der Schatz. Dort, wo die Welkenrampe sich blieb, erkundet die Gruppe, die darunter ist. Meinst du liegt? Das würde sich reimen. Bei den anderen Hinweisen. Wusste ich doch, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte. Wenn ihr mich das nächste Mal fragt, werde ich mich mehr anstrengen. Okay. Eine geheime Gruft oder was? Hey, oh, das war fast. Dafür müssen wir hier irgendwo lang. Schweine, Alter.
Ich weiß ganz genau, wo das ist. Das ist schon gut versteckt, muss man sagen. Was da blöd. Wie kann man da runterfallen? Na, hier müssen wir hin sogar. Lol. Ja, hier sind wir sogar richtig. Alles klar. Da hält man schon ein Page. Krampus Schatzkammer. Das ist er ja schon. Hey, das gehört mir. Alles gehört mir. Lady Depalot kriegt heute Abend Steak und Hummer. Hallo, wir wurden von den anderen Rittern von Hammerlot hergeleitet. Wir sind hier, um unsere Schatz einzusammeln, also her damit. Welchen Schatz? Etwa den hier? Der ist gefälscht, von vorne bis hinten, alles nur Holz. Das Kopfsalot war überzeugt, dass wir hier einen Page finden. Ah, das alte Ding, das Stück Papier mit dem albernen Grinsen, nehmt, was ihr tragen könnt, Leute. Mir bedeutet es nichts. Cool, danke. Das war easy. Der Udo. Noch eine Feder? Noch eine Feder, sehr schön. Mehr Zonderte haben wir jetzt auf jeden Fall schon. So, dann geht cool noch mal Jo. Hier waren wir auch noch nicht. Hüpfende Federn. Da kommen wir zum Boss. Ah. Oh, halt! Winzexe, Rabo hat keine Interesse an deiner Haustürgeschäftung, um sonst bis zu dem Untergang Gewalt. Haustürgeschäft, was? Zack. Bin kein Verkäufer. Aber es war schon fast. Das war dumm. Das war noch dümmer. Du sollst da nicht reinlaufen, Yokai, halt. Dein Ernst? Erwarten. Dann eben so. Dann müssen wir darüber springen. Okay. Der hat eine Mütze auf, Alter. Einfach. Hier war noch Federn. Kommen wir da hoch? Wir kommen da hoch. Ist das blöd, Alter. Junge. Das war fast. Nein, bitte. Und dann später links wieder. Der große Rambo, alter kantiger. Der große Rambo braucht keine doppelverglasten Fenster. Der sterblichen Verkäufer. Wir verkaufen kein Fenster, sondern Young Pages. Yoko, und das hier ist Lay. Der große Rambo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht allen Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Macht euch bereit, von meiner althergebrachten Neigungskräfte bestraft zu werden. Ihr lästigen Glashaus-Hausierer. Okay. Wenn seine Zähne immer kriegt man. Oh, das einnehmende Lächeln des großen Rambo ist dahin. Ah, pusten kann er.
Tja, mal sehen, wie ihr damit klarkommt, ihr Sterblichen. Plagegeister. Okay. Ich mach da ernst. Das ist 13 auf einmal. Aufhören, der große Raum hat noch offene Zahnarztrechnungen. Das war gut. Was wir hätten jetzt. Der Abhang des großen Raumbruchs steht nur eingeladen in welchem Zug zur Verfügung. Haltet euch fern. Ach ja, jetzt muss man auch das tun. Nein! Luca, dein Ernst? Gleich tot, weil wir hier durchrutschen einfach. Nein, nicht dagegen. Oh Mann. Wenn er nicht einfach hier drauf. Und hier rollen wir einfach weiter dann. Nee, irgendwie rutscht er runter, schade. Ich muss auf die Schmetterlinge wieder zurückkommen. Bei einer bestimmten Zeit. Oh, ist ja blöd, ey. Ja, so nicht, ey, ihr Trottel, ey, Mann. Warten Sie, dass ich aufwirke. Ich bin rübergesprungen, Mann. Ernsthaft? Wollen wir einen verarschen jetzt hier? Ja, komm, jetzt mach den weg, Alter. Nein. Nein, ich darf wieder. Oh, ist doch blöd. Oh Mann. Das ist so einfach, aber der verkackt ist einfach, ey. Wieder von vorne, ne? Danke. Ich würde sagen, können wir das überspringen hier? Der verkackt schon das erste Jahr. Ernsthaft? Rutscht halt genau rein. War ausweichen, das schon. Schade, hat fast geklappt. Ganz langsam. Ist ja blöd. Spring auch hoch. Ey, das ist fucking ernst jetzt hier. Wir sterben, weil wir gegen diese Bretter rollen, ey. Kein Schmetterlinge? Nee. Wäre los, jetzt zurückzugehen? Naja, müssen wir noch von vorne anfangen. Ich bin voll rübergesprungen, Alter. Ist der blöd, Alter. Oh, Leute. Ja, ey, richtig nervt schon.
Jetzt fangen wir hier wieder an, ne? Wir sehen uns bei Rampo wieder. Na komm. Ja, schmeiß dich weg, Alter. Meine Fresse. Hart. Rutscht dann genau da rein, ne? Ein Schmetterling, Alter. Nicht direkt da hoch, wenn da Feuer macht. Alter. Wieder der letzte Versuch jetzt, komm. Ne, weiteren gibt's hier nicht. Oh nein, ich bin gesprungen. Und der, wenn runterrutscht, drei Leben weg hier, Alter. Ja, zurückkommen könnte ich, aber keine Ahnung. Mitterling holen. Wachsen ja nach. Die brauchen aber lange wieder, um zurückzukommen. Ja. Oh, Alter. Und ausweichen einfach. Ja komm, sehr schön, Alter. Pech, Alter. Nein, der heilige Abhang des großen Rampo wurde geschändet. Seit der Flut, sterbliche Ökerer. Der große Rampo hätte so tun sollen, als sei er nicht zu Hause. Das Fenstergeschäft ist ganz schön aufregend. Wie wäre es mit einem Berufswechsel, Luca? Ja, ne? Gönn dir. Ja, noch wegstampfen. Auge, Alter. Oh, nicht doch meine Augen mit. Der Alt aufgezogen, verkauft und nicht gerechnet. Ja, das ist Pech. Und das sind nur drei Noten. Feder. Wie komme ich auf Noten? So, ich werde mich jetzt hier mal auffüllen mit dem Schmetterlinge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Yokai Lady. Bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage nur, ich bin auf Basti, bleibt fit im Schild und ciao.